Moin Leute! Moin Moin! Herzlich willkommen zur nächsten Videoausgabe der Sizzle Butters. Heute haben wir ein ganz, ganz spezielles Stück Fleisch für euch, ein ganz besonderes Stück Fleisch für euch, und zwar ein Dry Age Porterhouse, 1,3 Kilo schwer, ja 1,3 Kilo. Super, super geiler Geruch, also sehr, sehr nussig vor allen Dingen, und wir wollen dieses Steak auf eine besondere Art und Weise zubereiten, weil es halt auch einfach ein besonderes Stück Fleisch ist, und zwar im Olivenölbad. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem Tafelspitz im Olivenölbad, also quasi Picanha alla Fiorentina. Und diesmal wird es quasi das Bisteca alla Fiorentina geben. Und wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit dem Video. Traditionell nimmt man für dieses Bisteca alla Fiorentina ein Chianina-Rind. Das haben wir nicht zur Verfügung. Nichtsdestotrotz müssen wir bei uns auch hier so ein Stück vom Fettrand wegschneiden, dieses leicht angetrocknete. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich drehe mir das einmal zurecht. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Fett ist immer gut für den Geschmack. Aber nur dieses getrocknete Fett kommt weg. Das sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Ja. Das Fleisch wird jetzt aromatisiert mit frischem Rosmarin. Dazu brauchen wir eine kleine Menge Olivenöl. So, das Ganze verstreiche ich hier. Und jetzt mit ein bisschen Druck einfach mit dem Rosmarin drüber streichen. Hannes stellt draußen schon mal den Grill so weit ein, dass wir gleich loslegen können. Ich mache schnell das Olivenölbad fertig. Dazu haben wir den Rosmarin schon mal in die kleine Schale reingetan. Ein bisschen Salz dazu. Dann kommt noch ein bisschen mehr rein. So. Müsst ihr mal nachgucken, nach Gefühl. Gute Prise. Wir können später immer noch nachsalzen, aber es geht grundsätzlich erstmal darum, dass das Fleisch darin schwimmen kann. Also noch ein bisschen Olivenöl. So, und das Ganze kommt jetzt auf den Grill und wird langsam auf Temperatur gebracht, maximal 120 Grad, besser 100, also passt auf, dass ihr den Grill nicht zu heiß einstellt, und dann haben wir die richtige Temperatur, dass das Fleisch darin vernünftig durchziehen kann später und nicht frittiert wird. Das Olivenölbad darf jetzt den Grill besuchen. Kann schon mal ein bisschen vorwärmen, das Steak kommt gleich auf die Sizzle-Zone und dann geht's weiter. So, jetzt ist Kraft gefragt, weil jetzt landet hier gleich was auf dem Grill. Da muss ich tatsächlich auch mal ein bisschen unterstützen. Und ab geht's auf die Sizzle-Zone. Herrlich. So, jetzt sind wir soweit durch. Jetzt geht's gleich zum Ruhen ins Olivenölbad. Das Fleisch wird jetzt verkabelt. Dazu nehmt ihr euer Thermometer und stecht es hier in die Roastbeef-Seite ein, etwa mittig. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr den Knochen nicht trefft. Und jetzt geht das Ganze ins Olivenölbad. Jawohl. Okay, frisch verkabelt. Geht unser Fleisch jetzt in das Bad. Hoffentlich passt es auch. Das wird wahrscheinlich gerade so. Wer da diese Form von dem Schweden kennt, kann jetzt ungefähr sich ausmalen, wie groß dieses Stück Fleisch ist. So. So, Sizzle Zone hat richtig Gas gegeben, trotzdem haben wir auf dem Fleisch, ich hoffe ihr könnt das sehen, 17 Grad erst. Und das Ganze darf jetzt auf jeden Fall für mindestens 45 Minuten hier noch bei circa 100, ich sag mal 130 Grad
weiterziehen auf eine Kerntemperatur, angestrebt von 54 Grad. Unser Steak hat bereits 31 Grad Kerntemperatur erreicht und wir fangen jetzt an, das immer mal mit ein bisschen Olivenöl zu beträufeln. Das ist auch die Seite, die nicht im Bad liegt. Schön im Olivenöl schwimmt quasi. Das sieht so lecker aus, Hannes. Das ist der absolute Wahnsinn. Das duftet auch wie die Seuche hier. Das ist echt der Wahnsinn. Völlig unklar. Das ist mir auch unklar. Das Thermometer hat 54 Grad geschlagen. Wir sind ganz gespannt und ich ziehe jetzt erstmal. Ist ein bisschen schwierig immer, aber ein bisschen Kraft geht alles. So. Jetzt sieht unfassbar geil aus. Ich muss es so sagen. Ich drehe das mal, damit ich am Knochen greifen kann. Ein bisschen umständlich. Ist halt wie ein großes Stück Fleisch, aber es geht. Pass auf, dass du mir in meinen Grill reintropfst. Ich gebe mir Mühe. Oh. So. Ey, guck dir das an. Wahnsinn. Der Duft ist der absolute Wahnsinn. Leider gibt es immer noch kein Duftfernsehen. So, lass uns anschneiden, oder? Jo. Wobei. So, manchmal muss man einfach nur tierisch Glück haben. Hannes hat im Schnick, Schnack, Schnuck verloren, also darf ich anschneiden. Und ja, ich sage einfach mal nichts mehr. Ja. Alter Schäde. Scheiße. So, schneide schön am Knochen lang. Hier unten kommt eine kleine Narbe, über die Narbe hinweg und dann nach unten ziehen. Ey, wenn ihr das duften könntet, oder wenn ihr riechen könntet, wie es duftet, so. Ja, so rum war es richtig. Ich kollabiere gleich. Das legen wir kurz ab. Wenn ich so zittere, dann liegt es daran, dass ich so aufgeregt bin. Oh. Perfekt. Ja. Das sieht sehr gut aus. Wir machen hier weiter. Ey, das gibt's doch nicht. Das geht hier durch wie durch Butter. Oh, da kommt auch richtig der Saft rausgelaufen. Aus meinen Augen auch gleich, während der anfangen zu heulen. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, das Ding aufzuschneiden und dann ihn nicht mitessen zu lassen. Von daher, ja, wir haben die Qual der Wahl, würde ich sagen, oder? Was nimmst du? Ich nehme mal so ein Stück Roast Beef hier. Dann muss ich jetzt Filet nehmen? Ja, ich weiß, es ist schlimm, aber es ist so. Ein bisschen Salz drüber. Dafür werde ich vor dir probieren. Kurz beobachten im Stillen. Wir müssen abbrechen, wir müssen jetzt warm essen. Mal aus. Aus das Ding. Freunde, es ist traurig, aber wahr. 1,3 Kilo Porterhaus sind im Magen. Sieht jetzt leider nur noch so aus. Ein Stück Knochen. Es ist schade. Es war unfassbar lecker, wirklich unwahrscheinlich lecker. Es hat geduftet wie die Seuche und hat auch so geschmeckt. Großartig. Ich kann auch gar nicht viel zu sagen. Das Filet war natürlich eine Hausnummer. Ja. Das Roastbeef war ebenfalls eine Hausnummer. Ja. Also generell einfach dieses Stück Fleisch in Verbindung in diesem Olivenölbad. Ihr habt danach, wenn ihr das esst, so einen leichten Film auf den Lippen. Und dieses Geschmackserlebnis ist wirklich der absolute Hammer. Also die Zubereitungsmethode an sich war auf jeden Fall die beste Wahl. Vielen Dank an die Leute, die uns da schon mal irgendwo inspiriert haben im Netz. Das ist einfach wirklich ein Traum gewesen. Ja, oder? Ja, ich kann da auch nicht viel zu sagen. Wir sind gerade noch relativ geflasht auch vom Geschmack. Ja, wir haben es auch selbstverständlich ohne Beilagen. Einfach nur pur das Fleisch, ein bisschen Salz drüber, das war's. Also ein Baguette wäre nicht vorher fertig geworden im Ofen. Das Ding wäre schon noch vorweg. Ja,
Gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns, weil dann könnt ihr nämlich unten alles nochmal nachlesen in der Infobox. Wir verlinken den Beitrag auf dem Blog. Ihr könnt uns Kommentare da lassen, wenn ihr Bock habt, oder einen Daumen nach oben. Über sowas freuen wir uns natürlich ganz, ganz besonders. Und haben wir noch was zu vergessen? Ihr könnt hier unten. Ach, hier? Genau. Hier? Da. Ja. Ich denke, ich bin richtig. Ja. Hier irgendwo könnt ihr auf Abonnieren klicken, da würden wir uns sehr drüber freuen. Genau. Selbstverständlich könnt ihr auch bei Facebook auf diesen Daumen nach oben klicken. Der gefällt uns persönlich auch sehr gut. Ist auch immer ein Traum. Genau, 30 Stück fehlen noch, dann haben wir nämlich die 1000 voll. Und vielleicht ist das euch ja dieses Video wert. Wir sind sehr gespannt. Ja, bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.